Hi Leute, mein Name ist James aka Chris und ich darf euch herzlich willkommen heißen zu Video Nummer 69 unserer Let's Play zu Communio 2017-2018. Und ja, ihr habt ja wahrscheinlich gestern auch das Spiel gesehen. Spannendes Spiel, tolles Spiel, viel, viel Tempo. Und wenn ich mal das Fazit ziehen darf zu meiner Aufstellung zu Borussia Dortmund, da habe ich auch ziemlich ordentlich punkten können, wenn ich sehe, dass die Spieler, die ich vermutet habe, doch reihenweise gespielt haben und letztlich nur Kagawa auf der Strecke geblieben ist und ein Schmelzer, den ich natürlich genauso wie ein Guerrero aufgrund von Verletzungen nicht in der Aufstellung sehen durfte, sondern einen Zagadou. Denke ich, war meine Aufstellung soweit komplett richtig und das freut mich natürlich. Das habe ich euch ja auch gesagt. Also, was wir heute bzw. gestern sehen konnten im Supercup, wird erstmal das widerspiegeln, worauf der Trainer natürlich am ersten Spieltag auch in der Tat gesetzt hätte. Jetzt muss man gucken, jetzt steht noch ein hartes Spiel im DFB-Pokal an und direkt die Bundesliga folgt darauf. Das heißt, es wird sich noch was tun in den Aufstellungen. Aber im Prinzip hat sich das so widergespiegelt, was ich auch an Startelf für euch in dem Video präsentiert habe. Das heißt, da insoweit habe ich dann bei Borussia Dortmund schon mal richtig gelegen. Dann hat gestern gab es einen Härtetest von RB Leipzig. Da müsste ich mal ganz kurz vorneweg mit euch kurz nur die Aufstellung mal durchgehen und euch zeigen, was ich euch gesagt habe. Ich hatte euch gesagt, Gulaschi und Dingenskirchen, der andere Torwart, Mvogo, Entschuldigung, 50-50-Ding, er hat sich erstmal für Gulaschi entschieden. Das heißt aber nicht, dass er in der Liga jetzt auch gesetzt ist. Ich habe euch die drei Varianten gesagt. Entweder entscheidet er sich für einen Stammtorhüter oder beide wechseln sich ab. Das heißt, einer wird Champions League spielen und Pokal und einer wird in der Liga spielen. Oder Variante 3, man wird hin und wieder rotieren, was ich nicht glaube. Ich würde sagen, es ist Variante 2. Einer spielt Liga, einer spielt Pokal Champions League. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein erstes Zeichen war. Aber ihr seht selbst, 46. Minute gab es dann die Auswechslung. Ich weiß jetzt nicht genau, doch. Ja, seht ihr, Virgo hat sich sogar zwei kleinere Unsicherheiten geliefert. Das heißt, er hat beide Torhüter getestet. Ob das jetzt der letzte Härtetest war, weiß ich nicht. Wer dann die Nummer 1 wird, wird sich dann zeigen. Aber guckt mal auf den Rest der Mannschaft und gleicht das bitte mal mit dem Video ab, was ich für euch bereitgestellt habe. Ich habe euch Upamecano mit einem Prozent vor Compare vorhergesagt. Ich habe euch ansonsten 99% richtig vorhergesagt. Laimer, habe ich gesagt, wird durch Demme ersetzt. Das wird auch so sein. Das war aber aufgrund dessen, dass Demme gar nicht im Kader war, denke ich einfach nur mal eine Pause für Demme. Und das ist genau die Aufstellung, die ich euch präsentiert habe. Das heißt, ich klopfe mir mal ganz kurz selber auf die Schulter und muss sagen, meine Aufstellung gefällt mir. Ich habe das 1:1 übersetzt und das freut mich natürlich, dass das im Moment sowohl bei Dortmund als auch bei Leipzig sehr, sehr an der Mannschaft dran ist. Und ja, zu Bayern habe ich noch kein Video gemacht. Das ist aber fast, naja, gefühlsmäßig sind wir da auch dicht dran. Und die anderen Videos, denke ich mal, werden auch nicht von schlechten Eltern sein. Das freut mich schon mal, dass die Mannschaften tendenziell richtig waren und dass die sich sogar von vielen, vielen Internetseiten unterschieden haben und ich trotzdem recht behalten habe. Das freut mich erstmal ungemein und das Selbstlob hört aber jetzt an dieser Stelle auf. Gut, kommen wir zum Tagesgeschäft. Wir hatten auch Bartstube geboten, 2 Euro über Marktwert. Das funktioniert natürlich nicht immer und war auch klar, dass ich da deutlich überboten worden bin. Hat aber auch damit zu tun, dass der Spieler seine Mannschaft noch mehr aufbauen muss. Der hatte ja Kramaric und Bartstuber geholt und dafür noch einige andere abgegeben. Ein Rupp, ein Philipp, ein, weiß ich nicht, noch anderes Kleinholz ist auf der Liste und deswegen konnten wir da jetzt auch nicht mehr mithalten. Wir wollten unsere letzten Euronen auch nicht dafür ja, wasten. Und ja, wir sind einfach guter Dinge. Wir haben sogar nochmal im Marktwert zugelegt. Das ist wunderbar, weil Timo Werner nochmal zugelegt hat. Der ist nämlich wieder fit. Das freut mich ungemein für den Saisonstart. Ich hoffe, es bleibt so. Dann können wir echt auf die Mannschaft setzen. Einzig und allein eine Personalfrage müssen wir uns nochmal stellen. Es ist leider wieder aufgekommen, dass Daffodilis wieder mit dem AS Rom in Verbindung gebracht wird. Das ist tragisch und würde mich wirklich zur Weißglut treiben, weil dadurch würde ich mindestens 1,5 Millionen in den Sand gesetzt haben, wenn nicht sogar 2 Millionen. Das war mein Wunschspieler und ich hoffe, dass er bleibt, ganz ehrlich. Und ich kann die Bundesliga-Vereine nicht verstehen, warum die sich nicht händeringend nach diesem Spieler oder um diesen Spieler bemühen. Der hat eine solche Klasse, bringt Standardgefährlichkeiten mit, ist laufstark, zweikampfstark. Was willst du auf der linken Seite denn mehr? Mal ganz ehrlich, an alle Scouts in der Bundesliga. Habt ihr denn alle einen an der Waffel? Wenn der nach Italien geht, dann verstehe ich die Bundesliga wirklich nicht mehr. Gut. Das heißt, wir müssen den draufsetzen.
Und das werden wir auch schnell tun. Falls das wirklich noch in die Buchse geht, dann wollen wir wenigstens die 3,5 mitnehmen und könnten dann noch für 4 knapp einen Spieler kaufen. Das wäre für mich dann natürlich nicht so toll, aber lässt sich nicht ändern. Zumal Hübner auch die letzten Wochen immer wieder auf unserem Markt wird oder war, Markt war und wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkehren. Das ist schade, aber lässt sich an dieser Stelle nicht mehr ändern. Wir hoffen einfach das Beste, dass der Spieler bleibt und der Bundesliga vor allem auch treu bleibt. Das wäre ein Verlust für die Bundesliga und für alle Comunio-Spieler sowieso. Also wenn du für 3,5 einen 100er Spieler findest, dann hast du alles richtig gemacht. Ich hoffe, dass er das dieses Jahr wiederholen kann für meine Mannschaft. Ja, Transfer mal checken. Da ist immer was am Markt, vor allem Laimer im Moment günstig zu haben, weil keiner auf den setzen kann, weil er auch nicht gesetzt ist. Ich denke, das ist nur logisch, aber 6 Millionen viel zu teuer. Julian Weigel schon eher interessant und für 5,4 auch noch deutlich am Steigen. Der wird zu Saisonbeginn natürlich nicht fit sein, das habe ich auch in meinem Dortmund-Special auch mal erläutert. Wenn er da ist, ist er die unangetastete Nummer 1 auf der Sechserposition, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Auch in der Nationalmannschaft wird das mit der Zeit dann die, ja, die Next Generation 6 sein für uns, für die Deutschen. Und auch bei Borussia Dortmund wird er da, denke ich, den Stammplatz innehaben. Hoffen wir dann auch verletzungsfrei und dann wird das auch mit den Punkten noch was werden zu Saisonbeginn oder zu Saisonende vielmehr. Gut, dann haben wir noch Burke. Würde ich nicht kaufen, wenn man noch einen Notnagel haben will. Da muss man natürlich auch den Riecher haben, wann kriegt er seine Minuten. Der ist im Schnitt deutlich unter den 20 Minuten, auch letztes Jahr anzusehen. Hat es aber dann immerhin noch auf 29 Punkte geschafft. Ist gar nicht so schlecht und für 1 Million, das ist so ein Lückenstopfer, da macht man dann auch nicht viel falsch mit. Ja, der Rest, der ist noch von gestern, alter Kaffee, da brauchen wir auch nichts mehr zu sagen. Shiprock würde ich nicht kaufen. Park gibt es keine Gerüchte, dass der in der Bundesliga ist, sondern eher in der zweiten Mannschaft, genau. Giefer auch kein Torwart, auf den ich jetzt setzen würde. Da ist mir dann der Konkurrenzkampf beim FCA noch deutlich zu risikoreich. Yatabaré ist komplett außen vor. Ja, und der Rest, das hat man jetzt heute schon besprochen. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Pflichten erfüllt. Ich habe die Kommentare auch schon alle beantwortet. Das war recht viel, aber nichts zu Mannschaften. Also ich musste jetzt keine Dialoge runterschreiben, sondern eher nur Kurzkommentare. Dann war das Feedback von Gladbach recht positiv. Ihr seht die sogar schon in der Euroleague. Ich bin gespannt drauf, wird ein harter Konkurrenzkampf um die Plätze, sagen wir mal 4 bis 7, wird eng. Vorne würde ich dann, denke ich mal, die drei Leipzig, Dortmund, Bayern sehen. Nummer 4 könnte dieses Jahr wieder Schalke angreifen, aber der Konkurrenzkampf ist dann mit Gladbach, Köln und so weiter, mit Hoffenheim. Man muss mal gucken, ob die mit der Dreifachbelastung klarkommen. Das ist für viele Vereine schon immer so ein kleines Problemchen gewesen. Das dürfte auch für die ein Problem darstellen. Und ja, ansonsten denke ich, sind wir durch mit dem Video. Ich hatte euch alles gesagt zu zu Leipzig, den Aufstellungen. Das hat also 1:1 fast gestimmt. Und gucken ganz kurz noch auf den Minustag. Gibt es irgendwas? Ja, Bartstuber bitte noch kaufen. Lazaro, das würde mich jetzt noch kurz interessieren, wie deutlich der gestiegen ist. 700.000 in 2 Tagen, wunderbar. Also da könnt ihr auch noch getrost einkaufen. Und ansonsten hat mich sehr, 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 sehr positiv überzeugt gestern Kimmich und Rudi. Das habe ich ja schon gesagt. Es wundert mich so ein bisschen. Ich hätte den auch, also Rudi, viel mehr gegen Liverpool gerne gesehen. Das war noch einer der besten auf der 6 von allen Beteiligten bisher. Wenn man das mal mit Tolisso vergleicht, eine Ruhe weg, zweikampfstark, eine gute Spielübersicht. Kimmich herausragend auf der rechten Seite. Wenn da nochmal ein Robben auf der rechten Seite aufläuft, liebe Leute, wer soll das denn bitte stoppen? Also, das ist schon oberste Klasse, was der Kimmich da abliefert. Ja, das hat mich sehr, sehr überzeugt. Auf der Dortmunder Seite muss man sagen, Zagadou ein bisschen fehlbesetzt. Ein Riese ist so groß wie ein Basketballer, aber auch Bewegungsabläufe und Automatismen sind natürlich nicht gegeben. Das kann man auch nicht verlangen. Bartra ein tolles Spiel gemacht, auch wenn er jetzt mal den Elfmeter verschossen hat. Sokratis, wie immer, gegen Lewandowski hochmotiviert, auch ein gutes Spiel. Und Piszczek war ich enttäuscht über die rechte Seite. Da kam recht wenig, auch sehr verhalten in der Offensive. Dembele und Pulisic haben da auch für Wirbel gesorgt, hat mich auch überzeugt. Bin froh, dass meine Mannschaft da in der Tat richtig lag. Philipp hat auch ein paar Minuten bekommen, vielleicht ein paar zu wenig. Und ja, war beim Elfmeter dann dafür aber sicher. Tolles Spiel. Also ich freue mich auf die beiden Mannschaften. Das kann man schon mal vorhersagen. Das wird ja 1 und 2 sein und Leipzig natürlich dann noch mitmischen
vom Können her war das einfach toll, das Spiel. Und ein richtiger Schritt von beiden Trainern in die richtige Richtung, denke ich. Ja, ansonsten, ihr seht selbst, es geht weiter bergab, was die Finanzen betrifft. Das ist unser Plustag heute, ne? Und ihr seht selbst, also es wird morgen dann wieder ein Zwanni nach unten gehen und dann wird auch wieder ein Rodriguez hoffentlich fallen. Und ansonsten wird sich dann die Top 3 Stürmer da oben durchsetzen. Dembélé schnuppert auch an dieser Mannschaft mit einem 13 Millionen Marktwert. Also alles gut. Da werdet ihr unter diesen Spielern werdet ihr keinen erheblichen Marktwertverlust erleiden, außer unter James Rodriguez. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der mit einem 25er in die Saison geht. Das wird nochmal nach unten geschraubt werden müssen. Und ja, ansonsten kommt vielleicht noch was nach. Also der Ball kommt ja ins Rollen. Ob ich eine Prognose zu Dembélé habe, weiß ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Und ich weiß nicht, ob der wechseln wird. Das wäre ein Verlust für Dortmund. Den könnten die auch nicht kompensieren, auch nicht mit 100 Millionen, weil du musst erstmal einen Spieler finden, der genauso jung ist wie Dembélé, der genauso talentiert ist wie Dembélé. Und da gibt der Markt einfach nichts her. Das kannst du auch mit 100 Millionen nicht investieren. Wen willst du denn da holen, der das 1:1 so macht wie dieser Junge? Das geht nicht. Aber rein wirtschaftlich betrachtet muss man sagen, würde Dortmund da 100 Millionen einnehmen für einen Spieler, für den man, ich weiß es nicht, 15 oder 20 bezahlt hat. Also wirtschaftlich gesehen muss man das eigentlich machen. Spielerisch gesehen würde das die Mannschaft erheblich schwächen. Und das kannst du auch weder mit einem Götze noch einem Schürrle kompensieren. Also mannschaftsintern ist es nicht möglich. Und auf dem Markt ist auch nichts. Das muss dann der Vorstand abwägen, ob man eher auf das wirtschaftliche oder auf den sportlichen Erfolg setzt. Das werden wir dann in den nächsten Tagen erfahren. Ich würde dann noch die Füße stillhalten. Selbst wenn das Gerücht sich hartnäckig hält, der Spieler wird jetzt nicht auf 8 Millionen droppen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist der einfach zu gut. Und ich denke, da überwiegt einfach die sportliche Klasse dieses Spielers. Deswegen alle von euch, die den haben, ich würde ihn noch halten. In der Hoffnung, dass er bleibt. Und dann nehmt lieber die 2 Millionen Verlust in Kauf. Und habt dafür dann aber, wenn er bleibt, einfach einen der besten Spieler, ja, überhaupt. Ich mag den Kerl, der ist einfach super. Der ist noch jung. Klar ist er noch naiv, aber die 170 Punkte wird er dieses Jahr bei Fitness und Verletzungsfreiheit auf jeden Fall knacken und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Einer der ganz großen Spieler und neben Thiago wäre das einer meiner Wunschspieler dann als nächste Personalie. Neben, ja, Forsberg muss ich natürlich auch noch dazu zählen, finde ich auch gut, aber Dembélé ist nochmal eine ganz andere Liga. Gut, das war's aber insgesamt. Ich will das jetzt auch nicht zu lang machen. Ihr wisst selbst gut Bescheid, ihr seid selbst gut informiert. Schreibt immer gerne weiterhin in die Kommentare. Findest du was gut, wenn dann Leute Hinweise geben, wenn sie mal einen Artikel in den News lesen und das dann für alle bei uns dann auch bereit erklären und in die News schreiben? Ist super, hat auch mich schon geholfen und ja, dafür sind wir dann hier eine Community und das macht dann auch Spaß. Und wir können dann noch gegenseitig voneinander lernen und ja, profitieren dann auch intern von uns gegenseitig. Das ist cool. Ja, danke für die neuen Abos, danke für euren Support hier insgesamt und mal gucken, ob wir heute noch ein Video zu irgendeiner Aufstellung machen. Ich weiß gar nicht, was ich versprochen hatte. Ob es jetzt Mainz war, ob es Wolfsburg war, ob es Freiburg war, ob es Berlin war, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich werde es nochmal nachlesen. Gladbach haben wir gestern gemacht, also könnt ihr euch nochmal angucken. Denke ich, werde ich auch recht deutlich dran sein, wobei man da auf den Außenpositionen, das werdet ihr dann auch im Video sehen, das ist nicht so hundertprozentig klar. Man hat einfach zu viele Möglichkeiten. Das hat dann zum Beispiel Borussia Dortmund da auf der 6 oder auf der 8 und wir haben es dann, oder in Gladbach hat man es dann eher auf den Außenbahnen und da hat so jeder Verein seine Problemzone und die versuche ich so klein wie möglich einzugrenzen, aber hundertprozentig kann ich euch es nicht garantieren. Aber wenn ihr die Videos bisher gesehen habt, dann seht ihr, dass das kein Kokolores ist, sondern dass die Videos sehr, sehr dicht an das dran sind, was wir jetzt auch in den letzten Wochen und Tagen an den Mannschaften gesehen haben. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch hier auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Kommt mir gut in den Montag und dann schauen wir da, was wir dann als nächstes alles so machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem neuesten Let's Play und dann gucken wir mal, ob wieder was auf dem Markt ist und ob es Neuigkeiten für Staphylides gibt. Ansonsten haltet die Ohren offen und ja. Viel Spaß auf eurem Transfermarkt. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer James. Bye bye und tschüss, Sereno.